Oh, hallo Svante. Ich habe ja gar nicht gesehen, dass du hier bist. Oh, hallo Darius. Ich habe dich ja gerade erst bemerkt. Du bist in meiner Wohnung. Nein. Nein. Das ist jetzt meine Wohnung. Hast du dir ein Gesprächsthema für heute überlegt? Ja, ich dachte mir, wir spielen ja Videospiele. Das hätte ich ja überhaupt nicht gemerkt, also, wenn du das jetzt nicht gesagt also hättest. Also, über was reden wir jetzt am besten? Richtig, Filme. Was ist denn dein Lieblingsfilm, In Filmen bin ich ganz schlecht. Also, um beim Thema zu bleiben, ich finde den ersten Pokémon-Film absolut großartig und er hat ja auch philosophische Hintergründe und alles, das finde ich super. Und ich würde sagen, das ist mein lieblingsanimierter Film. Okay. Und stimmt, wir können sogar von Kategorie zu Kategorie springen, lieblingsanimierter Film und so weiter. Mein lieblingsnormaler Film ist wahrscheinlich Shutter Island. Okay. Ich liebe Shutter Island, der Film ist so gut, den kann man sich auch 20 Mal angucken. Gut, es wird nicht mehr so gut sein wie das, beziehungsweise es wird anders sein als das erste Mal. Ich will jetzt auch nichts spoilern. Oder kannst du bitte mal aufhören, Rassaf? Das war heftig. Das hat wehgetan. Du bist tot. Ohne jetzt irgendwie zu spoilern, es wird beim 20. Mal angucken. Oh, Mist. Es kann bei jedem Angucken nach dem ersten Mal wird es nicht mehr so sein wie beim ersten Mal, weil man eben auf ganz andere Sachen achtet. Ich war im Pokémon-Center, ich habe meine Pokémon nicht geheilt. Wow, ich brain. Aber ich finde, das ist genau das, was den Film so großartig macht. Okay. Nee, ich muss persönlich sagen, ich habe Shutter Island noch nicht gesehen. Was? Ja. Das heißt, du hast dein erstes Mal noch vor dir quasi. Ja, ich habe mein erstes Mal Shutter Island noch vor mir. Krass. Ja. Es ist ein sehr guter Film. Guck ihn dir an. Ich muss mal überlegen, von den animierten Filmen her. Denn da bin ich mir echt nicht sicher. Denn, also, ich mag animierte Filme und so weiter. Ich glaube, ich würde einfach so mit einem der Klassiker gehen. So Ghibli, Chihiros Reise ins Wunderland und so weiter. Und von den normalen Filmen her habe ich so eine Top-Liste von meinen Lieblingsfilmen. Und du bist ja richtig vorbereitet. Ja. Was ist da los? Ja, Junge. Ich glaube, du warst noch nie auf irgendein Let's Play so vorbereitet, wie du heute auf diese Folge vorbereitet bist. Immer, Junge. Immer. Immer, natürlich. Ich habe die ganze Zeit diese Liste vorbereitet, nur in dem Gedanken nur um die daran, heute jetzt in Folge, dass ich irgendwann in irgendeiner Folge 23 oder so, ja. Ja, ich glaube, tatsächlich. Dass ich das denn dann irgendwann mal sagen werde. Hau raus. Ich glaube, ich arbeite mich mal von unten nach oben hoch. Also auf Platz 3. Also vom Tellerwäscher zum Millionär quasi. Ja. Also auf Platz 3. Also ich geh einfach nur so meine Top 3 Filme. Okay. Auch wenn es insgesamt dann 5 Filme werden können. Denn Platz 1 und 2 werden von 2 Filmen jeweils belegt. Du bist heute so durchgeplant. Was ist da los? Ich hab direkt geredet. Mein erster Platz ist doppelt belegt, der zweite nicht. Und der dritte auch nicht. Aber der vierte. Was? Ja, auf jeden Fall. Der dritte Platz kriegt bei mir Teil 1 von der Matrix-Trilogie, also nur The Matrix. Denn ist ein guter Film, doch. Ja, die Sache ist, The Matrix hat halt den ganzen Hype gestartet und hat halt mit dieser fiktiven Realität rumgespielt, was ist, wenn unsere Welt von Computern organisiert wird, was ja an und für sich dadurch das heftigste Videospiel ist, das man sich vorstellen kann. Es ist so heftig, es ist das echte Leben. Geil! Und I like video games, but I hate my life. Und ja, darum, also Teil 1 war mega und ab Teil 2 wurde es einfach nur verkompliziert und ja. Ab dem Part, wo Smith angefangen hat, sich zu klonen, wurde es kompliziert. Ja. Platz 2. Platz 2 belegt bei mir Deadpool 1. Oh, Deadpool 1 war auch super. Ja, also die Sache ist, ich bin, glaube ich, also es ist halt was ganz anderes. Du gehst jetzt so vom super tiefgründigen und voll, wo du mitdenken musst, zu Deadpool. Ja, lass mich. Ich habe Spaß dabei. Ich werde Spaß hatten wir alle bei Deadpool. Ich werde gerne unterhalten. Ich habe diesen Film schon zu oft gesehen. Ich war für den 3-mal im Kino und ich habe ihn sowohl auf DVD als auch auf Blu-ray. Weil ich es kann. Ja, meine Freundin und ich hatten unser erstes Date in Deadpool 1.
Ja. Das Kino-Date. Ja, war keine gute Idee, aber es hat funktioniert. Ja, ja, also das Lustige war, dass ich sogar beinahe nicht in die erste Vorführung von Deadpool 1 reingekommen wäre, weil ich meinen Ausweis nicht dabei hatte. Wow. Und die mir nicht geglaubt hat, dass ich älter als 15 bin, denn zu dem Zeitpunkt war ich in Australien. Warum bufft dieses Kickly gerade so hart seinen Angriff? Ich habe Angst. Das wird wehtun. Insta-Kill. Das ist nicht sehr effektiv, aber ja, reicht. Doch, kein Insta-Kill. Natürlich. Ah, doch. Doch, tot. Jetzt überleg mal, was impliziert der Name Doppelkick? Doppelter Schaden. Now that's a lot of damage. Flextape. Ja, auf jeden Fall. Ich wäre beinahe nicht ins Kino reingekommen, weil die Kassierin gemeint hat, ja, ohne ID und so weiter kann ich dich nicht reinlassen. Und ich glaube dir noch nicht, dass du älter als 15 bist, denn aus irgendeinem Grund. Die haben ein anderes Rating-System als wir in Deutschland. Die haben nicht, dass es ab 0, wir ab sprechen gerade übrigens über Australien. Ja, für die Leute, hatte ich schon erwähnt. Nein, hattest du nicht. Doch, hatte ich. Nein, Lügenswante. Wir erwähnen es jetzt einfach nochmal. Australien. Lügenswante. Hat es erwähnt, schreibt es in die Kommentare. Ja, auf jeden Fall. Und während es eben in Deutschland ja die USK-Ratings gibt mit 0, 6, 12, 16 und 18, gibt es in Australien erst, glaube ich, G, dann PG. Ich wurde geschlagen. Oh nein. Wie du vom Rating-System. Ja. Auf jeden Fall, es gibt eben G, das ist einfach das Niedrigste, da passiert so gut wie gar nichts. Dann gibt es PG, das ist quasi das ab 6 Rating. Dann gibt es M, das ist quasi das ab 12 Rating. Aber ich glaube, das ist auch wieder die Geschichte, dass man da auch mindestens 15 oder so sein muss, damit man sich die Spiele kaufen kann. Dann gibt es MA 15 Plus, dafür muss man eben definitiv älter sein als 15. Was ich übrigens äußerst unterhaltsam finde, ist, dass Spiele wie Call of Duty zum Beispiel in Australien ein MA 15 Plus Rating bekommen haben und in Deutschland erst ab 18 sind. Ja, aber Call of Duty ist jetzt nicht so das oberbrutale Spiel. Ja, ich weiß, aber in Deutschland hat es ein ab 18 Rating, weil man eben ja. Weil so das wie Ziel, jeder Shooter eigentlich. Das Ziel des Spiels ist es, du musst Leute töten und das reicht meistens eigentlich schon richtig. Fast aus um ein 18. Aber da wird halt nicht mehr differenziert, ob töten im Sinne von Call of Duty oder töten im Sinne von Doom, boah, Blut, Gedärme, Monster, mehr Blut, mehr Gedärme, mehr Monster, oh, Ausgeburt der Hölle, noch mehr Gedärme, ganz viel Blut. Ich bin deiner Gnade unwürdig, ich muss ganz kurz in den. Ja, trotzdem flehe ich dich an, unser Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wähle eines von beiden aus. Nocturne oder Kickly? Ich habe keinen Platz in meinem Team. Kickly. Because can I kick it? Yes, you can. Nee, und auf jeden Fall. Knock you chant. Nee, und auf jeden Fall. Und da ich auch kein Foto von meinem Ausweis oder so weiter dabei hatte, habe ich. Warum sollte man ein Foto von seinem Ausweis dabei haben? Für den Fall eben, dass man seinen Ausweis selbst vergisst und zeigen kann, dass man. An und für sich ja schon, denn es ist ja eine Kopie eines offiziellen Dokumentes. Ja, aber das kann man doch voll leicht fälschen. Theoretisch kann man das. Also ich habe auch schon Leute bei uns ins Kino gelassen, die dann ihren Ausweis vergessen haben. Und da habe ich gesagt so, ja, kannst du nicht irgendwie deine Mutter erreichen, dass sie dir ein Bild davon schicken soll? Weil wenn die halt wissen, wo ihr Ausweis liegt und dann, wenn die das dann halt schnell organisiert gekriegt haben, dann, klar, habe ich die dann auch reingelassen. Ja, aber wenn die dann gleich ankommen, so, ja, ich habe meinen Ausweis nicht dabei, aber ich habe ein Bild von meinem Ausweis. Habe ich jetzt meine Pokémon geheilt und kein Pokémon auf den PC gelegt? Mann, du verwirrst mich! Ja, das ist das Ziel. Nee, auf jeden Fall. Und die Methode, wie ich sie dann überzeugt habe, dass ich älter als 15 Jahre bin, war, indem ich ihr dann eine Fotografie von einem offiziellen Dokument gezeigt habe, wo eben auch mein Alter draufsteht. Ohne Bild und so weiter von mir, einfach nur, wo mein Name draufsteht und eben mein Geburtsdatum. Und das war meine erste Hilfebescheinigung.
Ich habe ihr ein deutsches Dokument gezeigt mit meiner ersten Hilfebescheinigung, wo einfach nur mein Alter drauf stand und ich glaube, die hat einfach nur einen Scheiß drauf gegeben und dachte so, oh, weißt du, geh einfach durch. Es ist ja auch nicht unser Ziel im Kino, so wenig Leute wie möglich in den Film zu lassen, weißt du? Selbstverständlich. Wir versuchen ja schon zu kollaborieren. Wir versuchen ja schon, irgendwie einen Weg zu finden, dass da Leute reinkommen. Das wird ja auch keinen Sinn machen. Wir machen keinen Profit mit Leuten, die nicht in den Film kommen. Das stimmt natürlich. Da, Kikli. Yay! Ja, auf jeden Und Fall. Und wie nennen wir Kikli? Wir brauchen irgendwas mit Essen. Nein. Doch. Ich hätte es jetzt Bruce genannt. Nein, wir haben den Essensstil. Wir haben immer noch kein Pokémon Gyros genannt. Okay. Dann, ist das, glaube ich, beschlossene Sache. Ja, würde ich auch sagen. Nee, und auf jeden Fall, die Sache ist eben, der Deadpool 1 ist auf meinem zweiten Platz gelandet. Es war eine ganze Zeit lang auf meinem Platz 1, weil ich mit dem Film einfach mitgefiebert habe. Seit ich in der 8. Klasse war oder so, bin ich Deadpool-Fan gewesen, denn da ist das Videospiel rausgekommen. Und das Videospiel habe ich halt schon mega übelst gefeiert. Sehen wir da irgendwann ein Let's Play auf deinem Kanal? Vorausgesetzt, ich kriege es irgendwie gebacken, von meiner Xbox aus aufzunehmen. Dann ja. Ansonsten... War das 360? Ja, 360. Ich glaube, für die 360 habe ich noch eine Capture-Card da. Eine ältere. Das wäre... Es ist halt ein bisschen umständlicher, davon aufzunehmen. Das können wir mal... Dann fordere ich aber auch ein Let's Play dazu. Dann können wir... Dann wird wahrscheinlich sogar mehr als nur ein Let's Play kommen, denn ich habe sehr, sehr viele Xbox 360-Spiele. Denn die Kraut wieder ins Team nehmen. Die Xbox 360-Konsole ist meiner Meinung nach eine der besten Konsolen. Zumindest... Xbox 360 war super. Zumindest die Konsole mit dem meiner Meinung nach besten Controller. Ich vergöttere den 360-Controller über alles. War meiner Meinung nach auch lange mein Lieblingscontroller, aber dann hatte ich den Switch Pro Controller. Und alter Schwede, der Switch Pro Controller. Oh! Ja. Ich hab halt keine Switch. Das heißt, ich kann nicht wirklich mitreden. Falscher Weg! Moment, wir gehen jetzt gleich wieder in ein Gebäude, wo wir sehr lang drin sein werden. Das heißt, ich werde Heil-Items kaufen. Yay! Nee, auf jeden Fall. Ich war eben ein Deadpool-Fan seit der 8. Klasse und dann gab's ja die ganze Zeit dieses Debakel, kommt jetzt ein offizieller Deadpool-Film raus oder nicht, nachdem Deadpool ja doch ein wenig misshandelt wurde von 20th Century Fox in X-Men Origins Wolverine. Ich sag nur, ich kann Laser aus meinen Augen schießen. Und ich habe Wolverine-Klingen. Bloß sind es Katana. Das hat sich dann ja in Deadpool 2 auch erledigt, ohne irgendwas zu spoilern. Ja. Ich meine, sogar schon in Teil 1 haben sie ja auch die ganze Zeit Witze drüber gemacht. Ja, aber in Deadpool 2 wurde es ja endgültig geklärt. Ja, da wurde es dann endgültig geklärt. Aber nur Spoilerino. Ja. Beide Filme. Er hält ein Nickerchen. Oh nein. Welch Glück, dass der Türwachmann ein Nickerchen hält. So, ja, was ist denn dein Lieblingsfilm? Ja, warte, bevor bin, jetzt die Folge dann, ist. Die Folge ist aber gleich zu Ende, Svante. Wir haben noch Zeit. Ich möchte nicht mit einem Cliffhanger enden. Ja, jetzt doch. Wieso? Das war doch eigentlich gar keine so schlechte Idee. Du bist ein schlimmer Mensch. Ich weiß. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe eben, sobald der erste offizielle Trailer draußen gewesen ist, habe ich den übelst mega gehypt. Und als er dann draußen war, war ich mega glücklich. Und Deadpool 1 war eben mega lange auf Platz 1 von meiner Liste. Und jetzt kommen. Und dann kam ein Film, der Deadpool 1 von Platz 1 runtergeworfen hat. Und darum kommen wir jetzt zu meinem ersten Platz. Und der das erste ist, Platz... Also ein Film, der nach Deadpool gekommen ist, oder den du nach Deadpool nur gesehen hast? Der nach Deadpool gekommen ist. Also der eine Film... Also mein erster Platz wird eben von zwei Filmen belegt. Ist es... Twilight 4? Nein. Ist es... Solo, A Star Wars Story? Den habe ich noch nicht mal gesehen. Ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall werde ihn auch nicht sehen. Ja, also ich habe es nicht vor. Ich glaube, ich werde mir ansehen, denn ich muss es einfach machen als Star Wars Fanboy. Ich bin seit Disney das Ganze hat. Kontroverse Meinung. Ich fand
Star Wars 8 war nicht schlecht. Ich mochte Star Wars 8. Oh, kontroverse Meinung. Er hatte seine guten Momente, okay. Fight me. Auch Twilight hatte seine Momente, Svante. Nein, nein, Twilight hatte nicht seine Momente. Doch, als die da in die Sonne sind und dann alle geglitzert haben. Nein. Das war ein schöner Moment. Nein. So, jetzt, sorry, dein Lieblingsfilm, ja, Entschuldigung. Also, der erste von meinen Lieblingsfilmen. Ich muss das Video nur irgendwie über 10 Minuten strecken, dass ich 10-mal Werbung schalten kann. Das haben wir schon längst geschafft, Junge. Auf jeden Fall der erste, der sich eine Zeit lang mit Deadpool 1 den Platz geteilt hat. So, ich würde sagen, das war's mit Pokémon Rot. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich endlich darüber rede. wenn ich endlich auf den Punkt komme. Ja, auf jeden Fall, der ist 2017 rausgekommen und hat sich eben mit Deadpool erstmal den ersten Platz geteilt. Und das ist Baby Driver gewesen. Ich fand, Baby Driver war einer der geilsten Filme. Okay, das ist tatsächlich der Film, mit dem ich jetzt am wenigsten gerechnet hätte auf deinem Platz 1. Den ich jemals fand Baby Driver war so gut. Goddammit, Vogel! Baby Driver war so ein guter Film. Also hören wir hier von dir direkt eine Empfehlung für Baby Driver. Direkt. Baby Driver 10 out of 10. Man sollte es sich angesehen haben und ich will endlich mir diese scheiß DVD holen. Aber ich habe sie noch nicht gefunden. Kennst du Amazon? Ja, ich kenne Amazon, aber ich benutze es irgendwie zu selten. Ich hab gehört, die verkaufen auch DVDs. Möglicherweise. Von allem. Ja. Aber ich bin jetzt schon sehr enttäuscht, dass Kung Fury nicht auf deinem Platz 1 ist. Kung Fury ist so... Also, Kung Fury werte ich nicht als vollwertiger Film, sondern als Kurzfilm. Wenn offiziell Kung Fury Teil 2 rauskommt, dann hat er Potenzial. Also, es ist ja sowas von vollwertiger Film. Nee, meine Sache, er wird ja auch nur als Kurzfilm... vermarktet. Er ist ja nur eine halbe Stunde lang. Das ist richtig, aber es ist trotzdem ein vollwertiger Film. Er hat alles, was ein vollwertiger Film haben muss. Ein Intro, ein Anfang, ein Hauptteil und ein Ende. Ja gut. Aber außerdem sogar ein offenes Ende, was dem Zuschauer spekulieren lässt. Selbstverständlich. auf jeden Fall. Und auf Platz 1.2 ist selbstverständlich, welcher Film könnte Deadpool 1 sonst von seinem Podest runterwerfen? Richtig, Deadpool 2. Echt, du hast Deadpool 2 auf 1? Also ich fand den ersten Teil von Deadpool besser als den Nein, zweiten. Nein, ich fand den zweiten Teil weitaus besser als den ersten. Kann auch sein, dass ich den ersten besser in Erinnerung habe, als er im Endeffekt war. Nee, die Sache ist... Also ich fand den zweiten gut, aber jetzt nicht irgendwie Platz 1 gut. Ich muss persönlich sagen... Was ich eben teilweise so gefeiert habe bei Deadpool 2 ist, dass die Trailer noch nicht so viel weggegeben haben. Denn so ein Problem, das ich mit Deadpool 1 hatte, war, dass ein Großteil der Story-Elemente eben teilweise schon... Gut, ich habe keinen Trailer gesehen, bevor ich den Film gesehen habe, weil ich auch nicht vorhatte, den Film anzugucken. Ja gut. Und deswegen habe ich mir auch die Trailer nicht angeguckt. Ja gut. Ich hab eben jeden Trailer fanatisch gesuchtet und mir mindestens 10-mal oder so angesehen, weil ich halt ein mega Deadpool-Fanboy bin. Ja, auf jeden Fall. Und da hatte ich eben so ein leichtes Problem damit, dass eben ich ein bisschen downgeturnt war, dass eben ein Großteil der Sachen, die passiert sind, wurden eben schon im Trailer vorweggenommen. Mhm. Und in Teil 2 gab es eben wirklich Momente, die nirgendwo im Trailer genannt wurden, wo sie quasi sogar wirklich gegen den Trailer gearbeitet haben. Ich könnte jetzt weiter darüber reden, aber no spoilerinos. Der Film hier auf meinem Kanal, Family Friendly Channel. Wir spoilern hier nur Videospiele, keine Filme. Richtig. Richtig. Darth Vader ist Lukes Vater. You don't say! Ich dachte immer, Luke wäre Darth Vaders Vater gewesen. Und außerdem stirbt Dumbledore. Und Snape stirbt auch. Der ist sogar wirklich gestorben, also im echten Leben. Ja, in einem Alter von 96 Jahren. Nice. Snape. Ja. Der Schauspieler von Snape, der Alan... Rickman oder wie auch immer der hieß? Ja, irgendwie so. Ich hab den Namen auch nicht im Kopf. Der ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Und du hast gerade 96 gesagt, deswegen war ich sehr verwirrt. Entschuldigung, ich meinte natürlich... Du hast mich gerade sehr verwirrt. Ich meinte natürlich... Verwirr mich nicht so! Ich meinte natürlich... 69, richtig. Gut. Ich bin müde.
Man merkt, aber wir müssen heute Pokémon Rot durchspielen. Ja, wir bringen das jetzt fertig. Das ob dauert wir, ein bisschen, das ob, dauert sehr. Ach was, lass mich den Kampf fertig machen, bevor du die Folge abmoderierst. Ja gut, ja gut. Ich werde nicht einfach im Kampf die Folge beenden. Wir sind ja nicht bei Game Grumps. Wieso nicht? Wir sind revolutionäre Menschen. Wir machen das jetzt genauso wie Game Grumps, dass wir einfach... Jede Folge geht 10 Minuten und eine Sekunde. Richtig. Und egal was passiert, wir machen dann genau dann Schluss, wenn es uns passt. Ja. Oh, ich kriege einen Pickel auf meiner Stirn, habe ich gerade gemerkt. Wow. Das mussten wir jetzt wissen, Junge. Ja. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge hier mit vollgeheilten Pokémon wieder. Tschüss! Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Ja, Däumchen ist ein Träumchen oder so. Schickt uns Geld via Post. Ja, und euer ganzes Erbe von euren Großeltern. Schickt uns Fanmail, damit schickt der uns Fanmail eure Großeltern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.